So Leute, der neue Mero-Tabak ist raus. Wir wollen uns den direkt mal angucken. Ich habe die erste Sorte für euch da. Wir schauen mal rein. Also Leute, der Rapper Mero hat jetzt auch Tabak auf den Markt gebracht. 6 Sorten gibt es bis jetzt, 18,90 Euro kostet das Ganze für 200 Gramm. Ich habe als erstes den Olé Olé am Start. Das ist ein Waldmeister Birne Rote Beeren Mix Tabak. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich fand es ganz interessant mit Waldmeister, deswegen habe ich mir den als erstes rausgesucht. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Dose an, gucken uns mal den Tabak an, bauen mal ein Köpfchen und dann quatschen wir noch über den Rest dabei. So sehen die Dosen aus, Leute. Das sind Metalldosen, eigentlich relativ unpraktisch für Tabak. Und was mir auch direkt als erstes sehr, sehr unpraktisch aufgefallen ist, und ich bin gespannt, ob es jetzt direkt passiert so, die sind so ein bisschen konisch angeordnet. Ja? Das heißt, man versucht, die aufzumachen und es wird echt immer schwerer und man muss echt ziehen und der Tabak liegt ja jetzt lose da drinne. Also irgendwie ist das sehr beschissen gelöst. Also die Dosen sind schon mal eine absolute Katastrophe. Also wenn ihr dabei euren Tabak nicht ab und zu komplett überall verteilt, dann weiß ich auch nicht. So, da drin liegt jetzt normal nicht direkt der Tabak, sondern normal ist da eine Plastiktüte drin. Und ihr seht hier außen, da ist jetzt einfach so eine Plastikfolie in diese Dose reingehängt. Eigentlich ganz nice, weil wenn ihr den Tabak jetzt aus dieser Plastikfolie reingefüllt habt, dann liegt der wenigstens nicht an dieser Metalldose. Von der Größe her könnte ein bisschen größer sein. Von der Tabakqualität her eigentlich ganz nice. Es ist ein schön heller, feuchter Virginia-Tabak, wie wir sehen. Relativ wenig Ästchen, mal hier so ein kleines, aber definitiv nicht viel. Tabakqualität passt also eigentlich schon. Für 18,90 Euro würde ich mir aber definitiv irgendwie geilere Dosen wünschen. Also hier mit diesem Verschlusssystem da, das ist absolute Katastrophe. Also sollte der Tabak mega geil sein und ich würde mir davon mehr holen, würde ich den auf jeden Fall nicht in dieser Dose lagern. Nicht, weil es nicht geht, das wäre kein Problem, aber weil dieser Verschluss so nervig ist, dass ich da keinen Bock drauf hätte. Wenn der Tabak allerdings gut wäre, dann füllen wir den halt um. Also ich weiß noch nicht, ob er gut ist. Der Konzi hat ihn gestern geraucht, der war nicht so begeistert. Ich habe ihn allerdings noch nicht probiert. Das machen wir jetzt live zusammen. Und ich würde sagen, dafür bauen wir auch einfach als erstes mal zusammen ein Köpfchen. Wir packen hier noch unseren Stopfen rein, damit da nichts reinfällt und füllen hier einfach jetzt locker, fluffig unseren Tabak rundherum rein. Der Schnitt ist eigentlich echt okay, ja, also so ein mittlerer Schnitt würde ich sagen, ist jetzt nicht super fein, also definitiv nicht fein, aber es geht auf jeden Fall klar. Ich denke, für diesen relativ hellen Virginia-Tabak werde ich erstmal einen Noppenkontakt probieren und nicht direkt auf den Vollkontakt gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das erstmal ein bisschen zu viel für den Tabak wäre, wenn wir den jetzt direkt mit einem Vollkontakt rauchen. Deswegen probieren wir erstmal ein Noppenkontakt-Setup. Wir sehen hier und da ein kleines Ästchen, aber auf jeden Fall nichts, was wild ist. Also wie gesagt, von der Tabakqualität her sieht das auf jeden Fall okay aus. Ich würde aber wie gesagt auch einfach nichts anderes erwarten bei 18,90 Euro. Ja. Also für den Preis muss der Tabak auch geil sein von Schnitt und Feuchtigkeit und Qualität, ne? So, wir machen hier hinten noch ein bisschen Tabak hin. Verteilen das Ganze noch schön. Drücken das noch ein bisschen an. Also ich drücke jetzt nicht krass an, ne, aber ich versuche das hier angenehm zu verteilen. Dann war es das eigentlich auch schon mit dem Kopfbau. Ich habe natürlich ein bisschen gekleckert. Das sammeln wir einfach wieder auf. Das schmeißen wir wieder in die Dose mit rein. Vom Geruch her, Leute, wir können ja mal dran schnuppern. Oder ich würde sagen, ich mache erstmal Kohle an. Und während die Kohle angeht, können wir über Geruch reden und so weiter und über die anderen Sorten. Deswegen, ich mache mal schnell Kohle an. So Leute, nur ungefähr ein Drittel der Leute, die diese Videos hier gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mir einen riesen Gefallen tun wollt, lasst unter dem Video noch sehr, sehr gerne ein Abo da. So Leute, während die Kohle angeht, können wir ja nochmal durch die Sorten gehen. Also Mero hat wie gesagt 6 verschiedene Sorten. Als erstes gibt es zum Beispiel Unikat. Das ist Orange, Süße Kirche und Zuckerrohr. Dann wie gesagt den Olé Olé, den wir jetzt auch testen, den Waldmeister Birne und Rote Beeren. Ballerlos mit Zitrone, Maracuja, Limette. Olabilir, Traube, Yuzu und Wassermelone. Klingt auch nach einem ganz interessanten Mix. Wolke 10, Ananas, Honig, Melone und Kokos. Okay, also so ein tropischer Mix. Und dann gibt es noch Hobby Hobby, das ist Blutorange, Papaya und Erdbeere.
Okay, ich glaube, Hobby hätte ich sogar tatsächlich als nächstes Bock, den zu testen. Ansonsten bin ich eigentlich ganz froh mit der Wahl, den Ole Ole als erstes zu testen. Leute, Waldmeister hat mich da ja am meisten abgeholt. Ja? Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Waldmeister-Note bei diesem Tabak hier werden wird. Kohle geht, wie gesagt, gerade an. Wir packen noch unseren... Wo ist er denn, unser Kalaut Lotus? So, wir packen unseren Kalaut 1 Plus hier noch oben drauf und den Kopf einmal hier auf unsere wunderschöne Smoke Labs Pfeife. Ja, wie gesagt, mich interessiert am meisten der Waldmeister. Ich würde sagen, bevor wir jetzt überhaupt zum Tabakrauchen kommen, kommen wir nochmal zum Geruch, Leute. Also ich finde es erstaunlich, man riecht auf jeden Fall eine gute Waldmeisternote raus. Ja, die riecht man auf jeden Fall schon mal echt nice raus. Aber ansonsten könnte ich jetzt eigentlich nicht krass weiter definieren, was da drin ist. Ja, vielleicht noch so eine leicht saure Note von den Beeren, aber so krass genau. Also ich finde, man riecht auf jeden Fall am meisten die Waldmeisternote raus. Und ich muss sagen, auf die wäre ich auch am gespanntesten. Also wenn die nice rübergebracht wird, es gibt ja noch den Woodmaster von Shades. Das war auch ganz nice, aber das war halt so eine komplett pure Waldmeister-Note. Und ich finde, das ist oft dann nicht so krass authentisch. Ja? Also Waldmeister alleine, schwierige Sache. Deswegen hoffe ich, dass der hier von Mero besser wird. Und Leute, ich muss sagen, bei der sehr, sehr schrecklichen Dose hier, ja, hoffe ich, dass der Tabak schmeckt, ja, weil der muss auf jeden Fall reinhauen, um da noch 18,90 Euro wert zu sein. Ne? So Leute, Kohle ist gut. Wir hauen hier auch direkt mal zwei rein. Und ich würde sagen, zum Anrauchen auf jeden Fall noch eine auf Kipp. Das sind jetzt tatsächlich die Tom Diamond. Normal habe ich immer die Tom Gold C26, aber diesmal habe ich gedacht, okay, Diamond ist ja eigentlich besser als Gold. Probieren wir mal die. Geraucht wird, wie gesagt, auf der Smoke Labs, obendrauf der Oblaco L mit Kalaut Lotus 1 Plus Niris und dem BLKX Mundstück. So Leute, Kohle ist drauf auf dem guten Mero. Ole, ole. Wir nehmen mal den ersten Zug. Smokebox müsste eigentlich noch nicht warm sein oder sollte noch nicht warm sein, deswegen wird wahrscheinlich noch nicht so viel kommen. Mal gucken, ob wir schon was schmecken. Also natürlich ist es noch nicht an. Natürlich kann ich noch nicht viel sagen. Aber es kommt schon eine Waldmeisternote durch, auf jeden Fall. Aber na, wie das Ganze ist, wenn er wirklich an ist, das sehen wir gleich. Ich rauche den Teil erstmal an und dann sehen wir uns wieder. So Leute, wir haben das Ding angeraucht. Wir nehmen hier jetzt mal die dritte Kohle runter, sodass wir nur noch zwei am Start haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns als erstes mal die Rauchentwicklung an. Wir nehmen mal einen Zug aus der guten Smoke Labs. Also Rauchentwicklung ist auf jeden Fall gut. Rauchverhalten auch gut. Also kein Drücken, kein Kratzen am Start. Läuft sehr, sehr entspannt gerade. Definitiv gute Rauchentwicklung. Wie gesagt, auf Noppenkontakt gerade das Ganze gebaut. Läuft wunderbar. Der wichtigste Punkt, Leute, der Geschmack. Und der müsste natürlich bei einem Preis von 18,90 Euro absolut brutal sein, um diesen Preis zu rechtfertigen, weil es ist definitiv einer der teuersten Virginia, die es gibt. Klar, es gibt noch Barbos irgendwie für 21, 22 Euro und sowas, aber 19 Euro ist auf jeden Fall schon happig für einen Virginia. Ich würde sagen, so im Schnitt sind wir gerade bei 18, manche sind noch bei 17, ein paar wenige noch sogar bei 16, also 15,90, 16, 17,90, versteht sich von selbst. Aber der Mero-Tabak 18,90 Euro, sprich 19 Euro, Leute. Da lassen wir uns nicht verarschen. Ja? Wir sind, wisst ihr Bescheid. Ja, ich nehme mal einen Zug, dann kommen wir zum Geschmack. Nee, also Rauchentwicklung ist gut, Geschmack ist gut. Na, was schmeckt das Ganze denn? Also es soll ja ein Waldmeister, Birne und rote Beeren-Tabak sein. Ich finde, am prägnantesten schmeckt mir die Birne. Die Birnennote erinnert mich zum Beispiel krass an den Green Grizzly damals von 187. Den habe ich sehr gefeiert, deswegen Birnennote auf jeden Fall schon mal gut. Gefolgt von der Waldmeisternote, die nicht in so eine süße Waldmeisternote geht, wie man das so von, Brause oder Süßigkeiten oder Wassereis oder sowas kennt, sondern eher so eine herbe
Waldmeisternote ist. Das ist generell ein eher herber Tabak. Also ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Süße. Ja? Ich hätte mir gewünscht, dass da noch was Süßes mit dabei ist. Auch die roten Früchte kann ich nicht per se rausschmecken, sondern sind eher so eine saure Note, die im Hintergrund mitschwingt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist definitiv eine rote Johannisbeere und eine Erdbeere und eine Himbeere oder sowas. Das schmecke ich nicht genau raus. Ja? Die sind eher so eine abrundende Säurenote im Hintergrund, finde ich. Kühlemäßig ist auf jeden Fall nichts am Start, also es schmeckt jetzt nicht cremig oder so, ne? Versteht mich nicht falsch, aber hat auch definitiv keine kühle Sorte, keine kühle Note dabei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da Minze oder Menthol oder sowas mit dabei ist, aber definitiv leckere Birne, eine herbe Waldmeisternote und noch eine saure Note von den Beeren. Würde ich mir den Tabak für 18,90 Euro nochmal holen? Ich glaube nicht, Leute, ich glaube nicht. Den Ole Ole würde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal holen. Ich bin jetzt nicht traurig drum, die Dose für 18,90 Euro hier zu haben. Ich werde die auf jeden Fall rauchen. Ja, es ist nicht schlecht oder nicht übel oder sowas. Man kann ihn definitiv rauchen. Wenn unter euch Fans von herben Waldmeister sind, dann könnte das definitiv was für euch sein. Oder wenn ihr Birne mögt oder sowas, dann könnte das auch ganz gut sein. Aber ansonsten, Leute, es ist ein okayer Tabak. Ja, man kann ihn mal rauchen. Aber Leute, für 18,90 Euro... da erwarte ich halt einfach was richtig Krasses. Vielleicht sind die anderen Sorten noch richtig krass. Die ist auf jeden Fall nur okay. Zumindest meine Meinung, Leute, es ist immer Geschmackssache. Tabakqualität sieht auf jeden Fall in Ordnung aus. Rauchverhalten ist auch okay. Also von dem handwerklichen Part passt auf jeden Fall alles. Geschmacklich nicht ganz mein Ding, kann man aber definitiv ab und zu rauchen. Wenn ihr die Reviews zu den anderen Mero-Tabaksorten nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Ansonsten gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.